Willkommen zurück zu Pikuniku. In der letzten Folge haben wir den, naja, sag mal, Waldbewohnern geholfen, diese Roboter zu stoppen, dass sie nicht den ganzen Wald wegholzen. Und nun wollen die, dass wir ihnen beitreten in ihrem Club. Keine Ahnung, was sie damit meinten. Werden wir aber gleich erfahren. Erstmal auf dem Weg zu ihnen. Boing! Und hier ist eine Münze! Juhu! Und eine Münze! Juhu! Das ist ein Basketballloch. Oder Tor? Keine Ahnung, wie das heißt. Embrace a better world. Oh yeah. Eine bessere Welt. Das wollen wir doch alle. Okay, vielleicht können wir hier hoch. Nein, können wir nicht. Vielleicht können wir hier was machen. Nee, ganz ehrlich. Ich finde eigentlich diesen Ort sehr interessant. Und ich weiß, ich laber gerade nicht ganz so viel in meinem Commentary hier, aber ich versuche ein bisschen herauszufinden, was ich hier mache. Ich verstehe auch das ganze Spielsystem noch nicht so ganz. Wir sind schon bei Folge 4, glaube ich. Und ich verstehe es immer noch nicht. Uff. Nein, kein X. Schade. Moment, vielleicht sollen wir ganz anders lang. Auf den Automaten drauf und dann hier hoch. Geht gar nicht. Das geht auch nicht. Ja, da komme ich nicht hoch. Ah, hier komme ich hoch. Was ist das für ein Poster hier? Der Türsteher des Clubs hat mir gesagt, ich sei nicht cool genug, um reinzukommen. Das ist gemein. Du bist cool. Nein, du bist cool. Er hat aber recht. In was für einer gemeinen Welt wir noch leben? Ach nein, tut mir leid, du bist cool. Wollte ich gar nicht so sagen. Was haben wir hier drinne? Hallo? Hat denn der NES? Yo, wenn wir eine Karte chatten, können wir zocken. Hey! Hey! Wenn du geschriebenen Käse, wenn du geriebenen Käse über deine Pasta streust, dann wasch direkt nach dem Essen dein Geschirr ab! Sonst verfestigt sich der Käse und klebt am Pastateller. Und das willst du sicher nicht. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Oh, sorry. Nö, aber coole Bude hier. Hallo. Dieses große Gesicht ist unser Dorfzentrum. Manchmal versammeln wir uns hier nachts und kratzen es sanft. Einige behaupten, das bringe Glück. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich reiße mir immer später ein. Oh nein. Oh, schon wieder diese Kamera. Nehmen wir mal den Ball mit. Wir können so einen Ball mitnehmen. Komm mal ab hier. Mit dem Ball. Mein Balli. Komm mal ab. Weg mit dir. Tschüss. Schon irgendwie gemein. Oh Mann. Was mache ich hier nur? Ich bin böse. Das ist nicht gut. Was gibt's denn hier drin? Hallo? Oh, hallo du. Hallöchen. Tut mir leid, ich habe viel zu tun. Ich versuche einen Titel für mein nächstes Album fertigzustellen. Ich habe es fast geschafft. Oh, warte. Möchtest du mir helfen? Ja. Prima! Ich bereite alles vor. Gut, ich bin soweit. Du musst zum richtigen Zeitpunkt gegen diese Hupe treten, wenn der rote Kreis über dem gelben Rechteck ist, ja? Los! Perfekt! Das war große Klasse! Gut, Augenblick, lass mich das überarbeiten. Fertig! Das ist wirklich ein Meisterwerk. Hier, hör selbst! Russian Hard Bass! Was meinst du? Dein Beitrag ergänzt den Mix echt super. Das ist Müll. Das ist gut. Ja, ich weiß. Für dich auch sein Dank für deine Hilfe. Hier, ja, betrachte das als eine Tanti, Mann. Was? Oh, Blumenhut bekommen. Wie cool. Yay, wir sind eine Blume. Ich bin eine kleine Blume. Kann Musik machen. Okay. Vielleicht kann man hier irgendwas freischalten, wenn man der richtigen Reihenfolge Musik macht oder so. Was weiß ich.
Das war nett. Ja. Okay. Hier können wir lang zum Shop. Hey, weißt du, wann der große Roboter erscheint? Ich warte schon seit letzter Woche auf ihn. Ich will mir im Laden diese schöne Sonnenbrille kaufen. Okay. Da oben ist einer. Gehen wir mal hier rein. Oh. 1,70. Möchtest du diese coole Brille kaufen? Ja. Sehr schön. Geil, Sonnenbrille erhalten. Danke. Ziehen wir sie mal an. Oh yeah, wir sind so cool. Ne, für diese Folge lassen wir das hier an. Woo. Aber wir können die Farbe ändern, merke ich gerade. Lol. Möchtest du diese Postkarte kaufen? Noch nicht. Moment. Oh, dann. Die Farbe ändern. Oh, das ist ja cool. Komm, wir nehmen grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Yo. Sehr schön. Eine Waldpostkarte. Danke. Da haben wir sie. Das kann man nicht kaufen, oder? Ich weiß nicht, wozu sie gut ist, aber sie sieht echt schräg aus. Hey, tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Okay. Ich weiß wirklich nicht, warum Sunshine Link die Bäume fällen will, aber immer wenn sie kommen, bewerfen sie uns mit Geld. Also dachte ich mir, vielleicht sollte ich einen Laden eröffnen. Und hier stehe ich, der mächtige Händler. Aber es kommt niemand, weil alle ständig im Club tanzen. Im Club tanzen? Es gibt den Club? Ich will da hin! Sorry. Eichel! Oder was habe ich da oben gesehen? Das sieht cool aus. Da will ich hin! Ist hier irgendwie... Was ist... Was gibt's hier? Was ist das hier? So ein schwarzes Brett vorne im Haus. Oh, wo bin ich jetzt? Hallo, ich glaube, mit meinem Toaster stimmt was nicht. Kannst du mir das mal ansehen? Wir prüfen, was mit dem Toaster nicht stimmt. Aber Leute, wir wissen doch alle: All Toasters toast, toast. Funktioniert doch. Moment, warum fliegen die? Was? Wer wagt es, mich aus meinem Schwimmer zu reißen? Was soll der miese Tischabusen? Ja, irgendwas stimmt da definitiv nicht. Toastopia betritt Toastopia. Minigame oder was? Bist du bereit, dich Toastopia zu stellen? Ja. Dann möge die Herausforderung beginnen. Okay. Hauptaufgabe, begib dich zum Club. Ach, hier ist der Club. Wer mich aus dem Schwimmer reißt, soll sein Verderben finden. Finde den Weg aus Toastopia raus. Oh, hier ist ein Frosch. Wie bist du denn hier gekommen? Falls es jetzt so schwierig wird, kann ich dir hier rausbringen. Kann ich dich hier rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du je zurückkommst. Was? Wenn du je zurückkommst, musst du von vorne anfangen. Wie bist du denn hier gekommen? Falls es jetzt schwierig wird, kann ich dich hier rausbringen. Aber Vorsicht, wenn du je zurückkommst, musst du von vorne anfangen beginnen. Soll ich jetzt teleportieren? Nö. Kein Problem. Bis da draußen. Dankeschön. Oh. Are you dead? Okay. Ich verstehe schon. Okay. Ja, das ist fies. Das muss man richtig timen. Und ich hab's richtig getimt. Profi halt. Oh, wie knapp das war. Hast du es geschafft? Verstand du aus, ey, Max, meine Kinder werden dich überwinden. Was hast du, mein Freund? Ich glaube nicht. Nein, ich möchte es weiter versuchen. Warum macht das so spät? Komm, mach. Zack. Okay. Okay, jetzt. Komm, schieß. Okay, nice. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Gott, crazy! Oh. Boah, das ist crazy. Okay, da müssen wir rüberrollen. Jetzt! Yes!
Ich find's echt cool hier. Wow! Nice. Geh mal nochmal raus. Nope. Machen wir weiter. Genug! Killer, entfesselt eure Wut! Oh oh. Ah! Oh Gott, die verfolgen mich jetzt. Ziel gesucht. Ah, da verfolgen die mich jetzt die ganze Zeit, oder was? Irgendwie ist gerade gar nichts mehr hier. Oh doch, die verfolgen mich. Okay. Oh Gott, nein. Schnell, schnell weg hier. Renn, 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 roll, 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 roll. Schneller, 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 schneller. Weg, 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 weg. Nein, was habe ich getan? Nein. Ich sterbe, ich sterbe. Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. Woo. Na schön, ich hab echt nicht gedacht, dass du so weit kommen würdest. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von deiner Entschlossenheit. Vielleicht hast du mich doch aus gutem Grund geweckt. Ich weiß nicht. Da ich nicht mit Besuch rechnete, habe ich nichts vorbereitet und kann weder Tee noch Musik anbieten. Wir beide sind dann wohl auf uns gestellt, ewig hier zusammengesperrt. Mach's dir ruhig bequem. Okay. Oh, der Stecker ist ein bisschen locker. Nein! Was hast du getan? Getoastet. Begib dich zum Club. Schätze, ich werde wohl für eine Weile auf Toast verzichten. Gar nicht verstehen, mein Freund. Gar nicht verstehen. Crazy heute. Einfach nur crazy. Oder wie kommen wir denn da hoch? Sehe ich gerade irgendwas oder ist das, kommen wir da gar nicht hoch? Doch, doch, hier rüber. Oh, was hast du denn hier? Geschenk. Oh, der dämonische Toast. Cool. Nice. Ist das eine große Münze? Kann ich die einsammeln? Nee, schade. Hallo. Möchtest du in den Sunshine-Club? Ja. Gut. Lass mich erst eine Aufmachung analysieren. Bitte halt still. Berechnung läuft. Nicht bewegen. Nicht bewegen! Sorry, ich wollte was drücken. Schwere Berechnung. Nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Wie es scheint, hast du nicht genug Stil für diesen Club. Komm wieder, wenn du weißt, was Stil ist. Hübsche dich auf. Ich bin cool, ja. Ja, okay, ich mach jetzt mal gar nichts. Erstmal hinlegen den Controller. Bist du jetzt fertig? Passt das? Ah, verstehe. Du hast dich für den Minimal Chic Look entschieden. Du darfst rein. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, Kleiner. Dieser Trend ist sowas von überholt, aber du wirkst etwas verzweifelt. Bitte komm rein. Really, Bro? Ich habe dich bereits überprüft, du kannst reingehen. Okay. Was gibt's hier? Oh, das ist die Disco! Nice! Hey, wir sind hier! Du bist im Sunshine Club. Sunshine Inc. hat diesen Club in unserer Stadt eröffnet, damit unser Leben glücklicher wird. Aber jetzt fällen sie unsere Bäume! Und alle sind so sehr mit Tanzen beschäftigt, um etwas dagegen zu unternehmen. Du scheinst auf unserer Seite zu stehen. Aber wir müssen sicher gehen. Ja, wir wissen nicht, ob du herkommst. Nach unserem Kenntnisstand könntest du ein Spion sein. Oder Schlimmeres. Eine wechselseitige kognitive Illusion. Die Sache ist die, wir brauchen einen Beweis, dass du auf unserer Seite stehst. Siehst du den Roboter da drüben? Er ist der selbsternannte Tanzkönig des Clubs. Niemand hat es je gewagt, ihn zu einem Tanzduell herauszufordern. Wenn du bei uns mitmachen willst, solltest du kein Problem haben, ihn in einem Tanzduell zu schlagen. Ja, mach ihn alle! Ich behalte mich im Auge! Okay, fordere den Roboter zum Tanzduell aus. Das machen wir doch. Geile Party! Okay. Alle feiern das hier wohl. Ey! Ey, nein, ich bin stuck! Er hat mich gefangen! Nein! Okay, doch nicht mehr. Kann nicht aufhören zu tanzen! Okay. Ich liebe dieses Lied! Ja, ist nicht schlecht. Komm, ich will ein bisschen trinken. Hm.
Und du da oben? Der bin ich, Rene DJ. Okay. Ich bin es. Der König dieses Dancefloors. Willst du gegen mich antreten? Ja. Ha, 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 ha. Ha. Ha, 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 ha. Du hast keine Chance. Fangen wir an. Sicher? Besiege den Roboter in einem Tanzduell. Okay. Das ist cool. Oh yeah. Here we go. Yeah. Ich mag das hier. Kann von mir aus ein bisschen schwerer sein. Auch wenn es jetzt nicht so einfach ist. Meine Sicht ist ein bisschen blockiert, aber... Gott, das sollte... Aber nein, ich habe einen verfehlt! Ich hoffe, man darf einen verfehlen. Gott, was ist das denn hier? Was zum Teufel? Was war das denn am Ende? Oh Gott! Oh, ich habe so verkackt am Ende. Boah, er war schlecht. Perfekt! Na, was perfekt war. Bis aufs Ende. Sprich mit dem Rebellen. Verdammt, du hast echt was drauf. Ah, wie wir sehen konnten, hast du keine Angst, Roboter zu schlagen. Nimm das, du wirst schon wissen, was damit zu tun ist. Eine MP-Karte. Oh, ich weiß wirklich, was damit zu tun ist. Dankeschön. Ist das Secret Base oder so? Entdecke den Zweck der Magnetkarte. Ja, ja, ich weiß schon. Oh. Oh yeah. Ne, komm, bleiben wir jetzt einfach mal bei der Sonnenblende. Warum nicht? Wow. Aber wir sollen noch wahrscheinlich hier rein, oder? Das müsste das hier gewesen sein, oder? Ja. Das ist ein Fahrstuhl. Okay. Entdecke den Zweck der... Achso, wir sind doch hier. Okay. Ah, oh, du hast uns gefunden. Ich hab schon befürchtet, du würdest hier... Ah, hallo Fremder! Und willkommen in... El-Bunko! Was? Niemand kennt das, El-Bunko. Aber es ist ein Bunker. Nein, es ist nicht! Und das Wort gibt es nicht einmal! Klingt aber cool. Ja, nein. Eigentlich sind wir in der alten U-Bahn-Station. Damals waren wir noch nicht geboren, aber wie ich gehört habe, war es das allererste Projekt von Sunshine Inc. Sie wollten die ganze Insel verbinden. Die Sache wurde jedoch aufs Eis gelegt und sie leiteten den Strom in ihre Zentrale um. Seitdem ist sie alles verlassen. Aber! Wir brauchten einen sicheren Ort zum Planen unserer Mission. Irgendwas, wo die Roboter nicht hinkommen. Also haben wir hier unsere Basis eingerichtet. Wie auch immer die jetzt die Karte bekommen haben. Folge uns, wir zeigen sie dir. Okay, folge den Rebellen. Rebellen? Okay, ich finde jetzt nicht, dass die Rebellen sind. Hier ist das Herz. Das Herz von El-Bunko! Ach, komm schon. Es ist kein Bunker, also nenn es nicht El-Bunko. El-Bunko. Also, das ist der Hauptraum, in dem wir uns versammeln. Hinter mir findest du Betten, für den Fall, dass wir uns ausruhen müssen. Okay. Oh, yeah. Und das ist unser Besprechungsraum, wo wir unsere Mission planen. Wir müssen bestens vorbereitet sein, wenn es losgeht, sonst könnte die Mission ein völliger Fehlschlag werden. Ja, wir könnten auf Bäumen festsitzen oder so. Weiter geht's! Die Treppe hoch findest du den Computerraum, weil es immer cool ist, Computer in einer geheimen Basis zu haben. Und wir haben Flipper auf ihn. Ja, aber keine Zeit zum Spielen. Unsere nächste Mission beginnt bald. Welche Mission? Wir sollten mit dem Anfang beginnen. Du hast vielleicht von Sunshine Link gehört, der großen Firma, die allen gratis Geld gibt. Nun, so einfach ist das nicht. Ist der Sunshine der Haupt, der helfe den Dörfern, ihren Müll loszuwerden, aber eigentlich holt er sich wichtige Rohstoffe aus jeder Region. Und die Sache mit dem Geld ist nur ein Trick, um die Aufmerksamkeit von dem abzulenken, was seine Roboter tun. Deswegen beschwert sich niemand.
Wir wissen nicht mal, wozu er alles halt braucht. Derzeit wissen wir nur, dass alle Dörfer bald weg sein werden, wenn wir zulassen, dass er sich alles nimmt. In ein oder zwei Tagen werden sie alle Bäume in der Umgebung gefällt haben und dann ist ihr nächster Schritt, das Dorf selbst zu fällen. Wir wohnen in diesen Bäumen. Unser Ziel ist es, Sunshine Link von dem abzuhalten, was sie tun. Wir fangen damit an, dass wir den großen Roboter in unserem Wald beseitigen. Sprich mit uns, wenn du Einzelheiten erfahren möchtest. Besiege den riesigen Roboter im Wald, ist unsere Mission. Oh, hi. Obwohl, ich würde sagen, wir werden in der nächsten Folge das geheime El Bunko oder die alte Bahnstation erkunden. Wenn es euch gefallen hat, würde mich eine positive Wertung freuen. Wenn ihr neu seid, ein Abo da lassen und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nicht verpasst, wann die nächste Folge kommt. Haut rein und schönen Tag noch. Ciao.